Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, unser heutiger erster Podcast trägt den Titel Medikamente für mein Kind mit ADHS oder ADS, das Thema, das den Eltern am meisten Angst macht. Und genau so ist es auch, denn Eltern haben Angst, ihrem Kind Tabletten zu geben, von denen man immer wieder hört, man sollte lieber die Finger davon lassen. Und so ist es meinem Mann und mir natürlich vor vielen Jahren auch gegangen. Wir haben uns, wie die meisten betroffenen Eltern, ebenfalls die Frage gestellt, sollen wir unserem Sohn Medikamente geben oder nicht? Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise bzw. auf der Suche nach einer Antwort begleiten würdet. Eine Reise, auf der ihr hoffentlich die Antwort findet, die für euch, für euer Kind und für eure Familie passt. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, es ist auch nicht überraschend, dass man als Mama oder Papa einfach nicht weiß, wie man sich in der Medikamentenfrage entscheiden soll. Denn wie soll man sich zurechtfinden im Dschungel der Informationen? Im Dschungel der Tipps und Ratschläge und Warnungen? Zu viele gegensätzliche Meinungen existieren. Zu viele Medienberichte, die mit erhobenem Zeigefinger zur Vorsicht mahnen. Und das macht uns als Eltern Angst. Und diese Angst verstellt dann den Blick auf objektive Tatsachen, auf die Informationen, die eigentlich wichtig wären. Und diese Angst lässt uns als Eltern dann schlussendlich das Vertrauen in unsere eigene Entscheidungskraft verlieren. Was, wenn wir einen wirklich schlimmen Fehler begehen? Hier geht es immerhin um die Gesundheit und die Zukunft unseres Kindes. Das heißt, als Mutter oder Vater würde man gerade bei diesem Thema Entscheidungshilfen brauchen. Und einige dieser Hilfen, dieser Überlegungen, möchte ich euch heute und in den folgenden 4 Episoden an die Hand geben. Bevor wir aber ins Thema eintauchen, noch einige Ankündigungen. Da das heute unser erster Podcast ist, möchte ich euch noch kurz erklären, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Mir war und ist es wichtig, euch mit den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung zu versorgen. Diese für euch so wichtigen Informationen sollt ihr aber so aufbereitet bekommen, dass ihr nur das Allerwichtigste kurz und knapp zusammengefasst bekommt. Und zwar so zusammengefasst, dass ihr dafür kein Medizinlexikon braucht. Ihr sollt das, was ich euch mitgeben möchte, auch noch nach einem anstrengenden Arbeitstag in einem überfüllten Bus anhören können. Oder auch am Abend beim Wäscheaufhängen sollt ihr noch locker zuhören können, ohne dass euch dabei der Kopf zu schwirren beginnt, ohne dann nochmal viel Energie dafür aufbringen zu müssen. Denn genau das ist oft der Grund, warum Eltern keine Fachbücher lesen. Sie sind meistens so ausgelaugt vom Alltag mit ihrem doch sehr fordernden Nachwuchs, dass das eigentlich sehr informative Buch Tag für Tag ungeöffnet am Nachttisch liegen bleibt, weil Kopf und Körper schon komplett leer gesaugt sind und die Energie nur mehr zum Fernsehen oder Streamen reicht. Deshalb hoffe ich, dass dieser Podcast euch helfen wird, die für eure Familie so dringend nötigen Informationen und Tipps zu bekommen. Der zweite Punkt, den ich auch noch unbedingt loswerden muss, bevor wir in die Episode eintauchen, ist folgender. In der ADHS-Szene ist es ja leider so, dass viele Betroffene einem von zwei Lagern angehören. Auf der einen Seite in dieser Diskussion stehen die, die auf die Barrikaden gehen, weil angeblich verantwortungslose Eltern ihre Kinder mit sogenannten Drogen ruhigstellen bzw. gefügig und angepasst machen. Auf der anderen Seite werfen die Medikamentenbefürworter den Medikamentengegnern vor,
dass sie ihren Kindern eine ganz wesentliche Chance für eine seelische, gesunde Entwicklung vorenthalten, nur weil sie von dem falschen Ehrgeiz angetrieben sind, es ohne Medikamente schaffen zu wollen. Das Traurige an dieser Diskussion ist, dass durch die Verbissenheit, die die Betroffenen für das Beharren auf ihrer Meinung an den Tag legen, ein regelrechter Grabenkampf entstanden ist und so tatsächlich wertvolle Chancen für Kinder mit ADHS und ADS verloren gehen. Gerade die Hardliner der jeweiligen Lager, und das sind bedauernswerterweise sehr viele, sind blind für die Möglichkeiten, die der jeweils andere Weg bieten würde. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir für diesen Podcast und überhaupt für mich als Person sehr wichtig ist. Ich möchte unbedingt betonen, dass ich beim Thema Medikamente für Kinder mit ADHS und ADS völlig neutral bin. Ich neige weder zu der einen noch zu der anderen Position. Und damit bin ich auch in guter Gesellschaft. Denn sowohl in der klassischen sowie in der aktuellen Literatur als auch in der S3-Leitlinie 2018 wird betont, dass die Entscheidung für oder gegen eine medikamentöse Unterstützung eine ganz individuelle ist. Vielleicht noch kurz zur S3-Leitlinie, weil wir in den nächsten Folgen einige Male davon hören werden. Die S3-Leitlinie ist ein ganz, ganz wichtiges Dokument, das so etwas wie die Richtschnur für alle ist, die etwas mit ADHS zu tun haben. Eine Richtschnur sowohl für Fachleute als auch für Betroffene. Wer mehr dazu wissen will, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge findet ihr einen Link, da könnt ihr genaueres dazu nachlesen. So, und drittens, und dann geht's wirklich los, möchte ich euch sagen, was wir in dieser Podcast-Episode hören werden. Und nicht nur in dieser Episode, sondern auch in den nächsten. Denn das Thema Medikamente ist so umfassend, dass es, wie gesagt, nicht in einer Folge abgehandelt werden kann. Es wird deshalb insgesamt 5 Folgen geben. In der heutigen Episode versuchen wir der Frage nachzugehen, warum so viele Eltern verunsichert sind, wenn es um Medikamente für ihr Kind mit ADHS geht. Im Podcast in der kommenden Woche wird es dann ausnahmsweise doch ein wenig wissenschaftlicher werden, denn da wird es um die Wirkweise von Medikamenten gehen und wir werden uns ansehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Kind mit ADHS Tabletten bekommen kann. In der dritten und in der vierten Woche sprechen wir dann über den Einflussfaktor das Kind und sein Umfeld. Denn jedes Kind bringt ja durch seine eigenen persönlichen Voraussetzungen und durch die Umstände aus seinem Umfeld unterschiedliche Faktoren mit, die alle einen Einfluss darauf haben, ob ein Kind medikamentös unterstützt wird. Gut, das vorausgeschickt, legen wir endlich los. Sehen wir uns mal die Gründe für diese starken Verunsicherungen bei vielen Eltern an. Wenn Eltern die Diagnose ADHS für ihr Kind bekommen, ist der Schock meist erstmal groß. Auch wenn man es schon vermutet hat. Hier steht's nun, schwarz auf weiß. Mein Kind hat ADHS oder ADS. Angst und Verunsicherung machen sich breit. Und das ist auch völlig verständlich. Aber da möchte ich euch gleich mal Folgendes sagen. Gut informierte Eltern, und ihr informiert euch ja offenbar, sonst würdet ihr gerade nicht zuhören. Und Eltern, die intensiv an der Beziehung zu ihrem Kind arbeiten, haben ohnehin schon ganz, ganz viel gewonnen. Aber ich weiß schon, ihr habt trotzdem Angst. Beziehungsweise nicht trotzdem, sondern gerade, weil ihr euch ja so viele Gedanken um euer Kind macht und weil ihr eben schon so viel recherchiert habt und viel gelesen habt und versucht habt, euch zu informieren. Und wer viel liest und viel recherchiert, erinnert sich dann an all die Medienberichte, die er zum Thema Medikamente für Kinder mit ADHS und ADS schon gelesen oder gesehen hat. Wird da nicht immer vor der Chemiekeule gewarnt? Habe ich da nicht schon mal was von Kinderkoks gehört? Davon, dass Ritalin und Co. abhängig machen? Auch auf YouTube habe ich vor kurzem ein Video von einem jungen Mann gesehen, der vor den Gefahren dieser Medikamente gewarnt hat und Tausende von Followern hat. So falsch kann der doch nicht liegen, wenn ihm so viele Menschen folgen. Immer mehr Zweifel machen sich breit. Und genau wegen dieser Zweifel fällt dem einen oder anderen dann plötzlich diese eine neue Methode ein, die angeblich alle Medikamente überflüssig macht und die auch in kürzester Zeit Abhilfe schaffen soll. Oder man erinnert sich dann auf einmal an den Vitaminkomplex, den die Mutter am Nebenschalter letzte Woche in der Apotheke gekauft hat. Ach Gott, wie soll man sich in diesem ganzen Dschungel zurechtfinden, denken sich dann viele. Und aus dieser kompletten Überforderung heraus gibt es dann auch Eltern, die sich denken,
Am besten, ich ignoriere diese Diagnose einfach. Denn wenn ich es mir recht überlege, ich will mein Kind ja gar nicht verändern. Es hat so viele wunderbare Eigenschaften, die es durch die Einnahme von Medikamenten vielleicht verliert. Soll sich doch das Schulsystem ändern oder die Gesellschaft? Ich lasse mein Kind nicht verbiegen. Wenn ihr nicht ganz neu im Thema seid, dann seid ihr diesen oder ähnlichen Überlegungen schon mal begegnet. Oder habt die eine oder andere davon vermutlich schon mal selbst gehabt. Gut, dann schauen wir uns jetzt diese Überlegungen mal einzeln an und versuchen herauszufinden, was an all dem dran ist. Ich erinnere nochmal daran, dass ich dem Thema gegenüber völlig neutral bin und nicht dafür plädiere, dass jedes Kind mit ADHS oder ADS automatisch auch Medikamente bekommen soll. Das wird sich in den kommenden Podcast-Folgen noch ganz deutlich zeigen. Zuerst mal zu den vielen Medienberichten, in denen von Medikamenten gewarnt wird. Aber da stelle ich euch gleich mal eine Frage. Warum kennen wir keine oder nur sehr wenige Berichte, die sich für Medikamente bei Kindern mit ADHS und ADS aussprechen? Warum wird dagegen immer nur gewettert? Meines Erachtens passiert das deshalb, weil es nun mal viel publikumswirksamer ist, auf vermeintliche Gefahren hinzuweisen und den moralischen Zeigefinger zu heben, ein wenig Drama ins Spiel zu bringen. Die Botschaft zu vermitteln, dass Medikamente bei ADHS ja wohl nötig sein können, ist ganz einfach nicht spannend oder publikumswirksam. Das heißt, mit dem Warnen vor Gefahren, mit dem Erzeugen von Drama, erreicht man viel mehr Leser oder Zuseher, was gleichbedeutend mit höheren Gewinnen ist. Und man erntet damit auch mehr Zustimmung. Denn die meisten Menschen sind aus einer kompletten Unwissenheit heraus in der Regel gegen Medikamente. Ihr Wissen stammt ja meistens wiederum nur aus den Medien, wo sie nur Negatives darüber hören, und dann ist das ein Teufelskreis. Die Medien wissen, sie kriegen die Menschen eher mit Dramabotschaften dran, die Leute lesen das, glauben es und sind dadurch Ritalin und Co. gegenüber negativ eingestellt und eine objektive Berichterstattung ist kaum mehr möglich. Denn da braucht eine Zeitung oder ein Sender schon recht viel Mut, sich auf dieses dünne Eis zu begeben und zu schreiben, dass es Kinder mit ADHS oder ADS gibt, die nun mal Medikamente brauchen. Mut braucht es da aus zwei Gründen. Erstens will natürlich keine Zeitung, kein Sender aufgebrachte Leserbriefe bekommen, beziehungsweise auch nicht riskieren, dass Kunden verloren gehen. Und man will natürlich auch nicht riskieren, dass die Medienkonkurrenz plötzlich mit der neuesten Studie um die Ecke kommt, die zeigt, dass Medikamente für ADHS oder ADS schlimme Nebenwirkungen haben könnten und man dann selbst als die Zeitung oder der Sender dasteht, der nicht gründlich recherchiert hat. Gut, werdet ihr euch jetzt denken, das mag für konservative Medien wie Zeitungen oder Fernsehen zutreffen, aber was ist mit modernen Medien wie YouTube oder sozialen Plattformen? Nun, dort ist es ähnlich. Da geht es zwar nicht um Verkaufszahlen oder Einschaltquoten, aber dafür um Follower, um Positionierung, um das Gewinnen der Aufmerksamkeit anderer User. Und genau wie bei den Medien funktioniert das durch Polarisieren und Polemisieren, also durch das Beziehen einer sehr eindeutigen Stellung, die in dieselbe Richtung schreit wie der Mainstream. Ich selbst habe vor einigen Monaten ein Video eines jungen Mannes gesehen, der mich vorerst sehr beeindruckt hat. Er war voller Energie und Elan, er hatte Tausende an Followern. Und auf den ersten Blick hatte ich das Gefühl, es geht ihm wirklich um Aufklärung. Doch dann sah ich sein Video, in dem er vor Medikamenten bei ADHS und ADS gewarnt hat. Und ich war fürchterlich enttäuscht und traurig. Denn offenbar ist es auch ihm nur um die Erhöhung seiner Followerzahl gegangen. Denn er hatte nichts, aber auch wirklich nichts recherchiert und einzig und allein seine Meinung zu diesem Thema dargelegt. Leider mit so viel Überzeugungskraft, dass ich schon an den Kommentaren unterhalb des Videos gesehen habe, wie vielen Kindern nun wieder einmal die Behandlung verweigert werden wird, die sie eigentlich gebraucht hätten. Und genau diese Menschen, die solchen Opinionliedern folgen, sind die, die sich dann auf sogenannte neue Methoden oder Produkte stürzen, die helfen sollen. Aber Anna, werden jetzt manche denken, was soll an neuen Methoden oder Produkten denn falsch sein? Nun, falsch muss daran gar nicht sein. Vielleicht handelt es sich bei der neuen Methode ja um so etwas wie Neurofeedback, das in seinen Anfängen auch von vielen vorerst mal schief angesehen wurde. Als dann Studien und Erfahrungsberichte aber tatsächlich messbare Erfolge gezeigt haben, hat die Methode immer mehr Anerkennung gefunden. Und das ist auch gut so.
Das Problem ist nur, dass am laufenden Band neue Wundermethoden und Produkte aufkommen und die, die diese Produkte und Methoden vertreten bzw. vertreiben, berichten darüber natürlich in den schillerndsten Farben, versprechen sogar sehr oft, dass damit die ADHS geheilt werden kann. Gleichzeitig werden Medikamente verteufelt, um die Überlegenheit des eigenen Verfahrens oder des neuen Wundermittels noch deutlicher hervorzuheben. Aus der Sicht der Eltern ist dieses, sich auf etwas Neues oder Nebenwirkungsfreies zu stürzen, vollkommen verständlich. Aber meistens sind diese Dinge nicht nur nebenwirkungsfrei, sondern auch ganz und gar wirkungslos. Und so bekommen dann viele Kinder oft nicht die dringend nötige Behandlung, die ihnen wirklich geholfen hätte. In einer der weiteren Episoden werden wir dann hören, warum das tatsächlich fatal ist. Deshalb sollte man diese Dinge immer sehr, sehr vorsichtig betrachten, sich genau informieren, nachlesen und sich mit Menschen darüber austauschen, die wirklich Ahnung davon haben. Über alternative Maßnahmen wie Homöopathie und Nahrungsergänzungsmittel gibt es im Übrigen auch einen Podcast, und zwar Podcast Nummer 6. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Okay, bleibt noch die Einstellung, ich mag mein Kind nicht verbiegen. Soll sich doch das Umfeld ändern. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll das denn gelingen, ohne auf eine einsame Insel zu ziehen? Klar würden wir am liebsten alle unsere kleinen Jäger und Sammler, unsere Naturfreaks, Träumer, Poeten, Tierliebhaber und Kreativbündel packen und irgendwo hinziehen. Irgendwo, wo wir ihnen alles, was sie zum Leben brauchen, selbst beibringen könnten. Wo sie keinen Druck hätten, den ganzen Tag in der Natur herumziehen könnten und sich keine bösen Blicke und bösen Worte für all das einfangen würden, das bei ihnen anders läuft als bei Gleichaltrigen. Aber wir alle wissen, dass das nicht möglich ist. Und bis sich die Gesellschaft bzw. das Schulsystem geändert haben und ADHS und ADS als das anerkennen, was es ist, sind unsere Kinder selbst schon Großeltern. Obwohl ich persönlich befürchte, dass das sogar noch länger dauern könnte. Soweit, so gut. Jetzt kennen wir schon mal einige Gründe dafür, warum Eltern von Kindern mit ADHS und ADS beim Thema Medikamente so verunsichert sind. Verunsichernd sind aber nicht nur Fehlinformationen, sondern auch das Fehlen von Informationen, das Fehlen von Fakten. Als wir die Diagnose für unseren jüngeren Sohn bekamen, stellte sich uns die Frage nach Medikamenten, wie gesagt, auch. Und da gab es ganz vieles, das wir nicht wussten. Was genau bewirken Ritalin und ähnliche Medikamente überhaupt? Bekommen wir damit ein angepasstes Kind, das sich stundenlang konzentrieren kann, das sich nicht ablenken lässt, das kaum mehr Fehler macht und das den Lernstoff in kürzester Zeit beherrscht? Ein Kind, das sich emotional im Griff hat und nachdenkt, bevor es handelt? Oder tritt bei all den Symptomen nur ein klein wenig Besserung ein? Wie lange würden die Besserungen anhalten? Wenn sie nur für ein paar Stunden spürbar sind, wie kommt unser Kind dann den restlichen Tag zurecht? Und vor allem, muss unser Sohn bis ans Ende seiner Tage Medikamente nehmen? Erst wenn wir diese Fragen, die sich vermutlich fast alle Eltern stellen, genauer betrachtet haben, können wir den nächsten Schritt machen und überlegen, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Kinder mit ADHS und ADS Medikamente verabreicht bekommen sollen. Und genau diesen Fragen gehen wir im nächsten Podcast nach. Wer alles zu dieser Episode nochmal nachlesen möchte, kann das gerne unter www.adhshilfe.net/medikamente1 tun. Der Einser fügt sich als Ziffer an das Wort Medikamente. Also nochmal www.adhshilfe.net/medikamente1. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und schon jetzt möchte ich euch auf die Möglichkeit hinweisen, im April 2021 an einem kostenlosen Webinar teilzunehmen. Thema wird der Stress sein, den es in Familien mit ADHS und ADS gibt. Stress, der durch die Symptome und Verhaltensweise unserer Kinder entsteht. Ich möchte euch in diesem Webinar Lösungen vermitteln, wie ein entspanntes Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz könnt ihr euch dafür reservieren, sobald ich den Link dafür per Newsletter ausgesendet habe. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfe.net/newsletter tun. Ich packe euch auch diese Adresse in die Shownotes. Alles, was dazu nötig ist, ist euer Vorname und eure E-Mail-Adresse.
Gut, dann wünsche ich euch und euren Zappelwunderkindern und Träumerchens eine wunderschöne und hoffentlich einigermaßen entspannte Zeit und würde mich über eure Kommentare unterhalb dieser Podcast-Episode freuen.